Dann würde ich sagen, wir gehen heute mal wieder in unsere Ordenshalle. Haben ja eine Quest für dort. Da vorne ist auch ein Blinktron. Ich glaube aber nicht, dass er aktuelle Sachen drin hat. Nö, nicht wirklich. Das sind die alten Sachen. So. Wie kann ich euch helfen? Quest beenden. Darf ich euch die Kalia Menethil vorstellen? Ja, ihr Rekrutiert habt Kalia Menethil und Menethil. Sie war mir immer Hohepriesterin eine große Hilfe. Sie soll euch darin unterstützen, Ishana. den Hilflosen zu helfen. Mögen Licht machen und wir. Schatten euch den In der Weg Welt. Gleiches zu verbreiten. Wählt ein Irrlicht, zweites Schatten. Artefakt, das ihr suchen wollt. Das können wir auch Auf machen. Wiedersehen. Ah, hier ist Kalia. Lebt wohl. Seid gegrüßt, Lakios. Es ist eine Ehre, an eurer Seite dienen zu dürfen. Ich helfe euch gerne, sofern ich es kann. Ihr werdet diese Anhänger gewinnen. Das ist sehr schön. Ihr Quest werdet nicht beenden. allein reisen. So, damit hätten wir eine von beiden schon mal. Die andere holen wir hier drüben. Anhänger kennen wir ja noch aus Warlords of Draenor. Möge das Licht euch umarmen. Und Möge das beenden. Licht euch den Beide Weg leider nur in weisen. grün. Wäre schön gewesen, wenn ein Seltener dabei gewesen wäre, aber naja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ich werde mich nicht länger in den Schatten verstecken. So, benutzt die Schlachtkarte und schließt die Mission, verbreitet die Kunde ab. Mögen Okay. Licht und Schatten euch den Weg weisen. So, verbreitet die Kunde. Ein Disziplinpriester kann diesen Boss kontern. Zieht Kalia Menethil in die Gruppe, um die Mission zu starten. So, Ich das stehe wäre euch das zur hier. Verfügung. Dauert 2 Minuten. Groß Ankoret Gessler bekommen wir. Sehr schön. Klickt auf das Gefährtensymbol. Ah, scheiße. Jetzt habe ich es weggeklickt. Weist hier einen Champion zu, um ihn zu eurem Kampfgefährten zu machen. Heißt, die kann mit uns mitkämpfen, oder was? Das ist geil. Das ist sehr schön. Wir warten jetzt erstmal die 2 Minuten. Jetzt ist die Frage, wollen wir einfach weiter questen oder wollen wir uns noch eine zweite Waffe holen? Gemeinsam werden wir viel erreichen. Wenn wir noch eine zweite Waffe haben, könnten wir nämlich dann auch als Holy in Innis gehen zum Unheilen. Ah, ist die Frage, was machen wir denn? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, wie lange dauert die? 1 Minute. Gut, wo ist denn hier vorne können wir unsere Artefaktwaffe bearbeiten. So, die beiden Sachen können wir hier verkaufen. So, einmal unsere Artefaktwaffe anschauen. Artefaktmacht haben wir natürlich noch nicht eingelöst, aber das macht nichts. Dort macht gar nichts. Haben wir jetzt aber auch auf der Bank liegen. Hätten wir vielleicht mitnehmen sollen. 20 Sekunden. Ja, das passt. So lange können wir jetzt noch warten. Zehn. Es gibt eine App fürs Handy, mit der kann man diese Anhänger auch durch die Gegend schicken. Ist recht praktisch, kann man aber wirklich erst sehen, wenn man schon Anhänger besitzt. So. Die Mission ist beendet. Und wir bekommen Großankoret. Bla bla bla. So, jetzt müssen wir mal gucken.
Wie kann ich euch helfen? Quest beenden. Sprecht mit Großankoret Gessler und bildet eine Truppe Akolyten aus. Machen wir uns an die Arbeit. Der müsste dann hier hinten sein. Rekrutierer. Das Glück sei mit euch. So. Bildet einen Trupp aus, der Champions auf Mission begleiten kann, um ihre Erfolgschancen zu erhöhen. Kostet 20 Ordensressourcen, 1450 haben wir. 5 Sekunden. Dionys Acker. So, dann müssen wir hier draufklicken. Trupp erhalten, Gruppe Akolyten. Seid gesegnet. So, damit wären... Wäre das vorbei. Wir können die Quest direkt wieder abgeben. Ich werde mich nicht länger in den Schatten verstecken. Truppen im Feld. Benutzt die Schlachtkarte und schließt die Mission Truppen in Ausbildung ab. Mögen Licht und Schatten euch den Weg weisen. Truppen in Ausbildung dauert 8 Stunden. Trupps besitzen Eigenschaften, die eure Erfolgschancen erhöhen können. Trupps können basierend auf ihrer Vitalität nur eine begrenzte Anzahl von Einsätzen absolvieren. Okay. So, wir müssen die hier reinmachen. Da sind wir bei 75% und den hier noch mit reinmachen, sind wir bei 90%. So wären wir bei 100. Als Belohnung nach 4 Stunden bekommen wir Archon Torias. Archon Torias kommt in eure Ordenshalle und ermöglicht es euch, Forschung für den Aufstiegsbaum des Ordens durchzuführen. Das hört sich auch sehr interessant an. Ja, starten wir die Mission. Ich sag mal, ich hätte gerne zwar einen dabei gehabt, der mit mir zusammen kämpft, aber ist ja jetzt auch nicht so schlimm. So. Das Ende der Legion rückt näher. Ja, wir können hier mal einen rekrutieren. Dauert 30 Nehmt Minuten. Den Weg, den nur wenige gehen. Und dann würde ich sagen, können wir weiter questen. Aber das machen wir dann auch wieder erst in der nächsten Folge. Bis dahin entscheide ich, ob wir jetzt die... ob wir eine zweite Artefaktwaffe suchen oder ob wir das erstmal lassen. Da muss ich erstmal gucken. So. Erzmagier Katka. Gut, zu dem können wir dann auch noch gehen. Gucken wir mal, was der noch für eine Quest hat. Ansonsten... Wissen ist Macht. Findet das mysteriöse, nicht gebundene Objekt. Einzusetzen. Ja gut, können wir annehmen. Wir folgen. Können wir annehmen. Vielleicht gibt es ja wieder irgend so eine Questreihe für einen legendären Gegenstand. Gucken wir. Und WoW ist schon wieder abgestürzt. Eieieiei. Das ist echt schlimm momentan. So, dann... gehen wir mal zu Krasses Landeplatz. Gucken mal. Reitet auf Katgas Greif nach Suramar. Wo ist denn Suramar? Suramar ist direkt hier unten. Okay. Blab. Seid gegrüßt. Ich bin bereit, nach Suramar zu reisen. Seid wachsam. Suramar ist ein gefährlicher Ort. Müsst ihr eigentlich direkt hier unten drunter sein, oder? Den Teufelssturm fallen gesehen haben, dann hat es die Legion auch.
Ja. Da ist Dalaran. Erschöpfung. Ich glaube, es hackt. Na komm. Sieh dort, gen Norden. Dort steht die Nachtfestung von Suramar. Welche Geheimnisse sie wohl birgt. Okay. Na komm, ich will das Suramar noch mal sehen. Hier. Aha. Eine Sternschnuppe. Hier drüben. Und der Flugpunkt ist wahrscheinlich hier oben. Erstaunlich. Überall antike Ruinen der Hochgeborenen. Und dort, an der Küste, das sieht aus wie eine Siedlung der Vrykku. Faszinierend. Tja, hier kommen eben alle Völker zusammen. Hier unten. Du willst mich jetzt nicht hier runterschmeißen. Landet am Ufer und seht euch um. Irgendwo in diesem trüben Wasser verbirgt sich unser mysteriöses Objekt. Zeit, euch nasse Füße zu holen. Ja. Ich werde bestimmt nicht hier gegen 110er kämpfen. So. Ist schon praktisch, wenn man so einen Wasserschreiter hat. Da kann man wenigstens hier direkt dahin, wo man hin muss. Und dann einmal zack. Gehen wir nach unten. So, das müsste ja hier irgendwo sein jetzt. Da. Das sieht gut aus. Es ist nicht hier. Diese Bestien müssen es in ihre Höhle gezerrt haben. Suchen wir weiter. Krieg ich irgendwie was zum Atmen für Unterwasser? Hier habe ich noch einen. Oh ja. So ein bisschen schneller unter Wasser wäre auch nicht schlecht. Wieso habe ich eigentlich Gedankensicht zweimal hier in der Leiste? So, schauen wir mal. Einmal hier in die Höhle, würde ich sagen. Untersucht die Höhle. Jo. Machen wir doch. Ja, ist gut. Da ist ein großer. Ja, ja. Da ist es. Der Riese hat es in der Hand. Es gibt nur eine Möglichkeit, einem Riesen seinen Schatz abzunehmen. Ihr wisst, was zu tun ist. So, nein, 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 nein. Das kannst du abhaken. Ey. So, zum Glück ist hier der Paladin mit dabei. Sehr schön. Einmal plündern. Ausgezeichnet. Macht euch schnell auf nach Dalaran und trefft mich in der Kammer des Wächters. Sichere Reise. Ach, bereit zur Abgabe. Heißt, wir können jetzt einfach den Ruhestein nehmen. Das ist praktisch. So. Na komm. Na komm. Immer dieser scheiß Ladebildschirm. Na komm. Heute noch. Dankeschön. So, da müssen wir hier in die Mitte. Hä? Wo ist er denn?
Was? Was? Hier unten oder was? Ach, Kammer des Lichts. Ah, wir müssen hier hoch. Und schon wieder Ladebildschirm. Wow, toll. Macht doch einfach einen Aufzug nach oben. Dann ist man schneller da als immer diese scheiß Ladebildschirme. Oh, das geht einem so auf den Sack. Vor allem, man kann einen PC haben, der noch so gut ist. Das ist denen doch scheißegal. Ist trotzdem langsam. So, einmal hier rüber. Und hier ist Khadgar. Es liegt viel vor uns. Vertraut. Azeroth, ich bete, dass dies, die letzte Hoffnung der Armee des Lichts, euch sicher erreicht hat. Der tausendjährige Krieg erreicht seinen Höhepunkt. Doch der Albtraum ist lange nicht vorbei. Dieses Gefäß stellt unser ultimatives Opfer dar. Es muss den Propheten erreichen. Er ist der Schlüssel. Keiner von uns hat um diese Bürde gebeten. Doch so hat das Schicksal entschieden. Besteht und ihr gebt dem Licht eine Zukunft. Scheitert und alle Welten werden brennen. Wir werden nicht scheitern. Thoralion. Was? Thoralion? Gul'dan und die Legion. Thoralion. Boah, geil. Thoralion kommt wieder. Das ist geil. Finde den Zweck des mysteriösen, lichtgebundenen Objekts heraus. Also Thoralion war beim Krieg gegen die Horde am Anfang. War so gesehen der erste Offizier von Lothar. Nach Lothars Tod hat er die Allianzstreitkräfte geführt, ist mit denen in die Scherbenwelt, um das Portal zu schließen, und war seitdem verschollen. In der Ehrenfeste auf der Höllenfeuerhalbinsel ist der Sohn von Thoralion und Valeria Windläufer, glaube ich. Also Valeria Windläufer ist die Schwester von Sylvanas. Der ist dort und erzählt die ganze Zeit von seinem Vater. Es wäre interessant, den mal zu treffen. Es wäre ein sehr großer Anführer. So, begebt das, was? Nehmt das Objekt und begebt euch zur Exodar. Ohne euch wird Azeroth